Nimmst du dir vieles zu Herzen? Spürst du sofort, dass etwas nicht stimmt? Nimmst du Stimmungen der anderen wahr? Bist du emotional schnell mitgenommen? Kannst du besonders stark fühlen? Hast du manchmal Schwierigkeiten mit Ereignissen und Anforderungen? Und hast du manchmal das Gefühl, keinen Platz im Leben zu haben? Wirst du schnell leidenschaftlich? Stressen dich Licht und Lärm, wenn du zu sehr gestresst bist? Und stört dich das Radio im Büro? Ist dir schneller kalt oder heiß? Hast du Angst vor ungewohnten Situationen und brauchst du deine Struktur, um dich wohlzufühlen? Na, findest du dich in diesen Fragen wieder? Wenn von diesen Fragen einiges bei dir zutrifft, dann hilft dir dieses Video jetzt ganz enorm, um dein Leben zu verändern. Denn in diesem Video erzähle ich dir jetzt einiges einmal über Hypersensibilität und wir machen gemeinsam einen Test, ob du HSP hast oder ob du dich darin wiederfindest und im Anschluss daran gibt es so richtig wertvolle Tipps, was du machen kannst, um wirklich glücklich mit deiner Hypersensibilität umzugehen. Mein Name ist Jane Ulich und ich betreibe eine Praxis für Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und Psychotherapie, bin Hörbuchautorin und Buchautorin von Blondinen im Management, das agile Unternehmen, die kleine Zukunftszwiebel oder Mut zum Handeln. Eines sollst du allerdings wissen, bevor ich dir gleich einiges erzählen werde über Hypersensibilität, dass du ein ganz besonderer Mensch bist, wenn du diese Eigenart in dir hast. Und dass du diese Eigenart für dich wirklich so richtig nutzen kannst, um erfolgreich und vor allem glücklich durch dein Leben zu gehen. Und du wirst dich so richtig verstanden fühlen mit dem, was ich dir gleich erzählen werde. Hochsensibilität oder zart besaitet zu sein ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine besondere Eigenschaft und wenn du diese Eigenschaften besonders in dir förderst, dann kannst du glücklich sein und besonders erfolgreich sein. Ich mache dieses Video deshalb, weil mir so viele Menschen in meiner Praxis immer wieder mit Hypersensibilität begegnen. Viele, die nichts gemacht haben, sind irgendwann ganz, ganz schnell Burnout. Und oft liegt es auch daran, dass sie hypersensibel sind und ihr Leben lang nicht gelernt haben, mit ihrer Hypersensibilität umzugehen. Denn schon bei Kindern erkennt man Hypersensibilität, auch kurz HSP genannt, schon extrem. Und wenn man als Kind schon, also als Eltern auch darauf eingeht, ist das etwas ganz Besonderes. Dann kann man das also auch bei den Kindern besonders fördern. Es gibt Studien dazu, dass Hypersensibilität angeboren ist. Auch in meiner Familie gibt es Hypersensibilität und deshalb habe ich mich auch damit so intensiv beschäftigt. Also, in diesem Video erzähle ich dir, dass Hochsensible mit den feinen Antennen also ganz besondere und vor allem besondere begabte Eigenschaften haben und besondere Menschen sind und dass die Gehirne von Hypersensiblen ganz einfach auch ein bisschen anders funktionieren. Übrigens ist jeder fünfte Mensch hypersensibel. Also, in diesem Video geht es um die Auswirkungen. Dann mache ich mit dir einen Test zum Thema Hypersensibilität, ob du vielleicht hypersensibel bist. Und im Anschluss daran gebe ich dir 9 wertvolle Tipps, was du wirklich tun kannst, um mit deiner Hypersensibilität glücklich und mit innerem Frieden auch zu leben. Ungefähr 20% von uns Menschen haben HSP, das heißt, sie sind hypersensibel. Und jeder Mensch hat eine persönliche Behaglichkeitszone in Bezug auf die Menge von Eindrücken und Reizen. Wenn du dich unter dieser Behaglichkeitszone befindest, fühlst du dich oft unterfordert und gelangweilt und wenn du darüber bist, fühlst du dich oft gestresst. Also das Ziel ist immer, das Mittelmaß zu halten und darauf kommt es speziell auch bei Hypersensibilität darauf an, das Mittelmaß halten zu können. Darum geht es nachher. Auch zum Schluss sage ich dir, wie du das Mittelmaß halten kannst und was auch Arbeitgeber tun können für Hypersensible.
Hypersensible haben eine sehr große Intuition und sie bemerken oft sofort, wenn etwas nicht stimmt. Ihre Antennen sind so sensibel ausgerichtet wie ihre Gefühlswelt. Sie haben eine Intuition, die ihnen ganz schnell sagt, wenn etwas mit einem Menschen nicht stimmt. Sagt zum Beispiel deine Freundin zu dir, es geht ihr nicht gut, obwohl es ihr so richtig schlecht geht, spürst du das sofort. Sie spüren auch Streit in einem Raum, wenn sie in einen Raum reinkommen, oder auch negative Energien, sodass sie von alleine sagen, oh Gott, irgendwas stimmt hier gerade nicht in diesem Raum. Also eine starke Intuition ist aber auch ein Zeichen von Intelligenz. Dazu gibt es Studien von der Universität in München. Und hier geht es speziell um das bewusste Aufnehmen von Einzelheiten. Diese analysieren und wiedergeben. Hochempfindliche Menschen zeigen die Tendenz, in größeren Zusammenhängen zu denken. Sie neigen danach, tief zu reflektieren. Und oft sind sie vielleicht auch Künstler, sind Architekten oder auch Historiker, weil sie alles aus der Metaebene heraus betrachten. Und oft erkennen sie schon vorher, was zu tun ist, ohne es genau erklären zu können. Ja. Und das ist oft das Problem, dass man oft auf die Menschen nicht hört, die es erklären können, aber die genau wissen, wie es geht, weil nämlich ganz viele Verschaltungen ganz schnell im Gehirn ablaufen. Darüber hinaus sind Hypersensible sehr, sehr freundlich und setzen hohe Standards auf Ethik. Also sie haben einen ganz, ganz starken Gerechtigkeitssinn. Und sie sind deshalb auch so höflich, weil sie eigentlich keine Probleme bekommen möchten. Das ist oft der Grund. Aber auch damit müssen Hypersensible lernen, umzugehen, weil sie nämlich oft ihre Gefühle verbergen aufgrund des Friedens. Hypersensible Menschen reagieren nicht nur schnell auf ruppiges und unfreundliches Verhalten, nein, sie versuchen auch dem zuvorzukommen, weil sie es nämlich nicht ertragen können. Das ist der Grund. Und sie machen das mit Freundlichkeit. Sie wissen, dass sie mit Unhöflichkeit nicht gut umgehen können und daher sind sie selber besonders freundlich. Ist etwas ungerecht, dann mischen sie sich ein. Hypersensible möchten immer wieder gefallen und Fehler vermeiden. Diese höfliche Art kann aber auch zum Problem werden, denn sie ist auch Ausdruck ihrer großen Angst vor Kritik. Sie möchten gefallen und tun alles dafür, um perfekt zu sein. Sie möchten nicht negativ auffallen, keinen zu nahe treten und bleiben daher nett zu allen. Die Lernfähigkeit bei Hochsensibilität zeigt sich bis ins hohe Alter, denn sie zeigen immer wieder Interesse für Neues und auch für neue Berufe, weil sie immer wieder was Neues lernen möchten, weil sie neue Talente entwickeln möchten und dann fühlen sie sich auch lange stark. Und Hochsensible sind auch gerne lange Kind. Ja, also man merkt, sie haben immer irgendetwas ganz, ganz Junges an sich. Hochsensible sollten nicht, auf jeden Fall nicht oberflächlichen Tätigkeiten nachgehen, denn dann sind sie extrem unterfordert, werden traurig, bekommen auch einen Burnout, weil sie Arbeiten machen, die eigentlich gar nicht zu ihnen passen. Und darüber hinaus können sie den Anforderungen von 4 Leuten gerecht werden, beziehungsweise von 3 bis 4 Leuten. Denn wenn ein Hochsensibler kündigt und geht, muss oft der Arbeitgeber dafür 4 Leute einstellen, die dieselbe Arbeit machen. Ja, sie sind unheimlich kreativ und schaffen viel, weil sie ganz anders agieren und schneller auch erfolgreich sind im Arbeitsprozess. Deshalb brauchen sie also auch kreative Berufe. Ebenso ist es nicht selten, dass Hochempfindliche ihren Partner auch aussuchen nach Hochempfindlichkeit, also wenn er so ähnlich ist. Ja. Idealberufe übrigens sind oft Architekten, es sind alles, was mit künstlerischen Tätigkeiten zu tun hat, damit sie wirklich niemals unterfordert sind. Was ist noch wichtig zu sagen? Hochsensible können ganz schwer Nein sagen. Sie üben das praktisch ihr ganzes Leben lang, Nein zu sagen, weil sie Angst haben, jemanden zu verletzen, weil sie sich
so in diese Person hineinfühlen können. Auch dieser Punkt ist eng mit ihrem Bedürfnis verknüpft, es allen recht zu machen. Sie können einfach nicht Nein sagen und sie wissen das auch eigentlich tief drinnen. Und ich weiß, sie arbeiten daran, weil sie ansonsten auch schnell überfordert sind. Das heißt nochmal zusammengefasst für Arbeitgeber. Arbeitgeber sollten mit hochsensiblen Menschen also anders umgehen als mit normalen Mitarbeitern, weil diese unheimlich viel leisten und oft besser als andere sind. Also Hochsensible sollten von ihrem Arbeitgeber weniger Stunden zum Arbeiten bekommen und mehr Freiheiten zum Ausruhen. Ein weiterer Aspekt bei Hochsensiblen: Sie können sich unheimlich schwer entscheiden, weil sie natürlich immer bis ins Detail denken. Sie können unheimlich lange über Entscheidungen grübeln, und zwar nicht nur über lebensverändernde Entscheidungen wie zum Beispiel ein Jobwechsel oder ein Umzug oder auch über ein neues Auto, aber auch über ein paar neue Schuhe. Oh Gott. Und oft nimmt ein Hypersensibler diese Ängste mit in den Alltag, auch wenn sie nur im Film erlebt worden oder in einem Buch gelesen worden. Und irgendwann lernt dann auch der HSPler, sowas nicht mehr zu lesen. Hypersensible hassen übrigens Gewalt und mischen sich auch ein, wenn sie Gewalt im Alltag erleben. Sie verabscheuen auch Lärm. Mit Lärm können sie oft schlecht umgehen, aber es ist Lärm, der sie wirklich stresst. Es ist zum Beispiel laute Musik, die ihnen gefällt und Emotionen verursacht, dann hören sie diese Musik so richtig gerne. Hypersensible sind übrigens auch sehr, sehr kreativ. Und das ist auch wieder eine Begabung. Sie sind begabt und ihre Empfindlichkeit macht sie auch so unheimlich kreativ. Sie haben nicht nur feinfühlige Antennen und sind zart beseitet gegenüber ihren Mitmenschen und auch gegenüber der Umwelt, sondern sie nehmen auch Geräusche wahr, sie nehmen bestimmte Stimmungen wahr. Ihnen entgeht praktisch nichts. Und das bedeutet auch, dass ihr Gehirn viel mit der Verarbeitung beschäftigt ist und vor allen Dingen sich dann am Abend, also Hypersensible schlafen oft sehr, sehr gut, weil sie wirklich wie ein Stein ins Bett fallen, weil sie so viel aufgenommen haben und so, dass sie dann letzten Endes wirklich schlafen und sich im Traum dann mit vielen Träumen auch erholen. Ja, und deshalb sind Hypersensible auch oft immer mit kreativen Tätigkeiten beschäftigt. Wie zum Beispiel auch mit Fotografieren, mit Architektur, mit Schreiben, also mit Tätigkeiten, in denen sie wirklich ihr volles Potenzial der Kreativität zum Ausdruck bringen können. So, wenn du dich jetzt darin wiedergefunden hast, dann mache ich jetzt mit dir einen Test. Nimm dir mal einen Stift zu Hilfe. Und ich habe jetzt einige Fragestellungen. Du wirst die Fragen einfach nur mit Ja oder Nein beantworten. Mach diesen Test in aller Ruhe und schreib einfach untereinander Ja, Ja, Ja oder Nein, 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 das trifft zu oder trifft nicht zu. Wir starten. Die erste Frage an dich. Du gerätst in einen unangenehmen Zustand und reagierst gereizt, wenn zu viel um dich herum hervorgeht. Ja oder Nein? Nächste Frage. Helles Licht, unangenehme Gerüche, laute Geräusche oder kratzige Stoffe beeinträchtigen dein Wohlbefinden? Ja oder nein? Koffein zum Beispiel wirkt sich besonders stark auf dich aus? Ja oder nein? Die Launen der anderen Menschen, also die Stimmungen, machen dir viel aus? Ja oder nein? Kunst und Musik und Tanz, alles, was mit Kreativität zu tun hast, bewegen dich enorm. Du erschreckst gleich und du bemerkst angenehme Gerüche sofort. Das heißt, du riechst unheimlich auch in einem Raum schlechte oder positive Luft und nimmst auch mit deinem Geruch Stimmungen wahr. Bist du zum Beispiel sehr gewissenhaft? Ja oder nein?
Meidest du Filme? Nochmal. Bist du zum Beispiel sehr gewissenhaft? Ja oder nein? Meidest du Filme mit Gewalt? Ja oder nein? An stressigen Tagen musst du dich so richtig zurückziehen, legst dich vielleicht ins Bett oder möchtest ganz alleine spazieren gehen oder joggen oder in die Sauna gehen? Ja oder nein? Wenn du Hunger bekommst, dann ist das für dich fast unerträglich und kannst nicht mehr richtig reagieren. Das heißt, du bist schnell auch unterzuckert. Ja oder nein? Und auch das könnte deine Laune dann beeinträchtigen. Ist das so? Ja oder nein? Nächste Frage. Laute Geräusche rufen ein Gefühl des Unwohlseins in dir hervor. Ja oder nein? Du wirst besonders unruhig, wenn du in kürzester Zeit viel zu erledigen hast. Ja oder nein? Du wirst unruhig, wenn du viele Sachen zu erledigen hast. In kürzester Zeit, ja oder nein? Und vor allen Dingen auf einmal. Nächste Frage. Veränderungen in deinem Leben verändern dich sehr stark? Veränderungen in deinem Leben beeinträchtigen dich sehr So. stark? Du hast diesen Test jetzt mit dir gemacht. Und wenn du so richtig oft ja geschrieben hast, dann kann es sein, dass du hypersensibel bist. Und dann hast du das schon mal für dich festgestellt. Was kannst du tun? Wichtig ist für Hypersensible wirklich zu erkennen, wann sie überstimuliert sind, also zu viele Reize aufgenommen haben und wann sie unterfordert sind. Es ist ganz wichtig, dass du das für dich erkennen kannst. Wenn du nämlich überstimuliert bist, kannst du in den Burnout kommen und auch wenn du unterfordert bist, das ist genau das Gleiche. Wenn du unterfordert bist, dann entwickle neue Talente oder wechsle den Job. Und da gehört natürlich viel Mut auch dazu. Aber Mut, das weißt du, wird immer wieder belohnt. Oft sind HSPler nämlich Selbstständige und gehen verschiedenen Tätigkeiten auch nach, weil sie sonst nur mit einer Tätigkeit absolut beziehungsweise absolut unterfordert sind. Und deshalb ist es immer, wenn du einen Menschen kennenlernst, der mehreren Tätigkeiten in der Selbstständigkeit nachgeht, könntest du schon selbst für dich allein vermuten, aha, das ist zum Beispiel ein HSPler. Wenn du zum Beispiel überstimuliert bist, von zu vielen Reizen überwältigt vom Tag, dann musst du unbedingt was tun, um dich zu erholen. Du merkst es am Körper, du merkst und spürst, du kannst nicht mehr. Du fühlst dich völlig erschlafft und erschlagen. Und da ist es wichtig, dein Leben immer wieder speziell auch einzurichten. Richte dir ein Zuhause ein, in dem du dich auch ganz intensiv erholen kannst. Und du solltest immer alles auch tun, um Stress Situationen zu vermeiden. Deshalb gibt es so viele HSPler, die auch selbstständig sind, weil sie ihre Zeit einrichten können und immer wieder dann auch Erholungsphasen einrichten können, was man ja im normalen Job, wenn man also von 8 Stunden am Tag durchgängig arbeitet, nicht machen kann. Was unheimlich hilfreich ist, durch den Wald zu laufen, durch den Wald zu wandern und frische Luft zu tanken. Ja, also Gedanken einfach im Wald rauslassen, das entspannt ungemein. Und dann solltest du das auch wirklich alleine tun, um dich wirklich auch zu erholen und keine weiteren Reize, also indem du beispielsweise telefonierst oder noch jemanden mitnimmst. Das solltest du wirklich ganz alleine tun. Meditation und Yoga sind immer wieder hilfreich für HSPler. Oder geh in die Sauna, schwitz alles raus, stärke mit der Sauna und mit Wechselduschen deine Energiekanäle. Und was auch ganz besonders hilft, ich habe ja in meiner Praxis auch, arbeite viel mit Hypnose. HSPler kommen sehr viel zu mir
und kommen in die Hypnose, um negative Glaubenssätze, die sie in der Kindheit erlernt haben, in positive zu verwandeln. Denn oft ist es so, dass die Eltern von HSPlern oft nicht erkannt haben, was sie eigentlich für ein kreatives Kind haben. Und da wurde natürlich sehr viel blockiert. Und das kann ein HSPler ein ganzes Leben lang immer wieder begleiten. Und deshalb ist auch Hypnose dabei so förderlich. So. Das war's. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder abonniere meinen Kanal. Das war's. Bis bald, deine Jane.